Das F24 in der Frauenstraße. Eine Kneipe, in der man nicht nur essen und trinken kann, sondern auch Münster aus verschiedenen Perspektiven zu Gesicht bekommt. Vom 21. Oktober bis zum 1. Dezember fand dort die Fotoausstellung Münster Below vom Fotografen Volker Sander statt. Also ich habe angefangen mit 16, 18 mit meiner ersten Spiegelreflexkamera in mehr oder weniger Urlaubsfotografie und durfte jetzt auch, weil ich im Vorruhestand bin, das Hobby zum Beruf machen, sodass ich also wirklich jetzt den ganzen Tag eigentlich mit meiner Kamera rumlaufen kann. Den Anstoß zu dem Thema gab ihm der Film Münster Above. Dieser wurde 2018 im Sommernachtskino ausgestrahlt. Und habe dann gesagt, okay, dann versuche ich doch mal den Blick auf diese Stadt aus einer Perspektive, wie sich jeder einnehmen kann, abzubilden oder in Bilder zu fassen. Und habe das dann eben als Gegenpart zu Münster Above, Münster Below genannt. Die meisten Motivideen kommen Volker Sander beim Spazierengehen spontan in den Kopf. Außerdem helfen ihm Fotowalks, die er als Fototrainer an der Knips-Akademie mit fotobegeisterten Teilnehmern macht. Und dadurch entwickelt sich natürlich immer wieder eine andere Perspektive, weil ich immer mit anderen Leuten, immer von anderen Richtungen auf die einzelnen Orte zukomme und dadurch selbst für mich nochmal den Blick von ganz anderen Punkten wieder einnehme. Also zum einen ist es so, dass ich möchte, dass die Menschen die Fotografie vielleicht mit anderen Augen sehen. Und ich will dadurch die Bilder auch zeigen, geht doch einfach mal ganz nach unten, geht auf die Knie, legt euch ruhig auf den Bauch, fotografiert mal nach oben. Dann sehen plötzlich alltägliche Dinge ganz anders aus. Und ich möchte natürlich meine coolen Bilder zeigen, das ist natürlich klar. In seinen Augen war die Vernissage ein großer Erfolg und zog auch Leute außerhalb von Münster an. Trotz der Schwierigkeiten, einen Ausstellungsort zu finden, ist er mit dem F24 mehr als zufrieden. Vielleicht wagt der ein oder andere Besucher nach der Ausstellung auch mal einen Blick von unten.